Hallo und herzlich willkommen zum angekündigten Erklärvideo bzw. Aufklärungsvideo, warum ich nicht mehr im Timoya-Team bin. Wie man oben schön sieht. Ich würde schon mal. Ja. Wir werden aber das Jumpman hier spielen von Hasenfeuer und einigen Helfern. Tralala. Und das hat ja auch Story offensichtlich. Sehr schön. Sehr schön gemacht. Und ja. Warum bin ich nicht mehr im Team? Das ist sogar relativ einfach zu erklären. Es war nicht wirklich freiwillig, aber es wurden erstmal alle Teamler, die ziemlich inaktiv waren, aus welchem Grund noch immer, erstmal beurlaubt. Was heißt das? Das heißt, kein Rang mehr. Keine Rechte also mehr. Wir sind quasi keine Teamler mehr, die auf die das alle zutrifft. Aber was der Unterschied ist zum Rauswurf, wie manche es genannt haben, wir dürfen jederzeit wieder ins Team eintreten, wenn wir wieder aktiv werden. Beziehungsweise wenn wir halt wieder die Motivation haben oder woran es halt auch immer lag, dass wir halt inaktiv waren. Das heißt, ich persönlich habe die letzten Monate fast nichts gemacht, beziehungsweise habe auch so, wo muss ich denn hier lang? Muss ich auf die Nase? Sprung schaffe ich auch so, oder? Ja. Beziehungsweise, ja, ich habe halt nur was gemacht, wenn Leute direkt mich angesprochen haben und was von mir wollten. Ansonsten war ich einfach, ja, einfach zu unmotiviert, wirklich viel noch für Timoya zu machen. Was ich persönlich selbst auch ein bisschen schade finde, dass ich da so, ja, so eine extreme Unmotivation gegenüber entwickelt habe, gegenüber dem Supporten und alles, was ich halt früher wirklich unglaublich gern gemacht habe. Und, ja, es wurde sehr lange geduldet, beziehungsweise inaktive Teammitglieder wurden halt einfach so, ja, akzeptiert und wenn die halt wieder angefangen haben, was zu machen, dann haben die halt wieder angefangen, was zu machen und wenn nicht, dann nicht. Das ist jetzt nicht mehr der Fall, sondern inaktive Mitglieder werden halt, wie gesagt, beurlaubt, aber auch, wie gesagt, können jederzeit wieder ins Team zurückkommen. Ich gehe auch mal jetzt hier lang. Zack, zack. Übrigens sehr schön gebaut hier. Das heißt, nein, wir wurden weder freiwillig gegangen, noch sind wir rausgeworfen worden, sondern einfach aus diesen Gründen haben wir die Ränge nicht mehr. Was die Gründe dafür sein könnten, dass es jetzt so gemacht wurde und nicht schon früher oder sonst was, kann ich euch nicht so sagen. Aber es ist, denke ich, klar, dass ja, dass es manche Teammitglieder oder andere Leute insgesamt nicht so toll finden könnten, wenn halt sich quasi Teammitglieder, das war die falschrumme Seite, wenn sich quasi, wo muss ich denn hier hin? Da lang. Wenn sich die Teammitglieder halt auf ihrem Rang quasi ausruhen und nichts machen. So, wisst ihr, was ich meine? Ich weiß nicht. Das kommt erstens nach außen hin nicht gut rüber, wenn man so denkt, ja, guck mal hier, der Mods, der Supporter, die machen nichts mehr und haben trotzdem noch den Rang und spielen da vielleicht auch jeden Tag auf Timoya. Das ist halt klar, dass es nicht so gut wirkt. Und halt auch nicht nur auf außenstehende Leute, sondern halt auch auf andere Teammitglieder, weil sie halt denken, ja, wozu mache ich jetzt hier eigentlich so viel? Die anderen haben einen höheren Rang vielleicht als ich und machen gar nichts, so in dem Sinne. Und es ist halt klar, dass es auch in der Hinsicht die Motivation vom Team ein bisschen runterzieht. Und daher kann ich auch diese Entscheidung vom Team durchaus, also hundertprozentig nachvollziehen. Also ich habe ehrlich gesagt, weiß ich nicht, ich habe drauf gehofft, wow, das war echt scheiße. Ich habe drauf gehofft, dass bei mir die Motivation fürs Supporten, beziehungsweise halt allgemein fürs Teamler sein, irgendwann wiederkommt, aber es kam halt nicht. Und ich habe halt ehrlich gesagt auch damit gerechnet, dass es, ich bis dahin schaffen, dass es irgendwann halt passieren wird, dass hier halt Leute dementsprechend beurlaubt werden. Beziehungsweise ich finde es schön, dass es auch nicht so streng ist, weil beurlaubt ist halt, wie gesagt, man kann jederzeit wiederkommen. Boah, ich weiß gar nicht, ob das so gewollt war. Da oben ist nämlich ein Portal, aber ich habe es geschafft.
So, das dazu. Ich hoffe, ich habe da mal ein paar, vielleicht auch Unwahrheiten bereinigt. Uäh. Oh Gott. Und es ist mir auch persönlich nicht leicht gefallen, quasi mit dem Abschied aus dem Team, aber ja, es musste jetzt halt sein. Der eine oder andere weiß ja jetzt vielleicht, oder wusste schon vorher, wie lange ich schon Teamler war auf Teamoja, nämlich knappe, sogar über 2,5 Jahre. Seit dem 16.03.2014, ich gehörte mit zu den ersten Supportern überhaupt. Das war so die erste Supporterwelle, die überhaupt so reingekommen ist ins Team. Das waren damals Ferdi, ich, Horsti und Itzara, glaube ich. Die waren so die ersten, die überhaupt Supporter waren. Und ja, ich gehörte dazu und war seitdem auch konsequent Mitglied im Team. Und dementsprechend, ja, es ist schon, also, manche denken sich vielleicht, das ist doch nur ein Spiel und irgendwie, das hat doch überhaupt nichts, weiß ich nicht, das ist doch, kann einem das vielleicht irgendwie schwerfallen oder so, aber man sich überlegt, man hat so viel Zeit halt mit diesem Server verbracht, man hat so viele Leute durch diesen Server auch kennengelernt, vielleicht auch durchs Teamler sein. So, wisst ihr, was ich meine? Und es ist halt, also keine Ahnung, man hat schon dann irgendwann eine gewisse emotionale Bindung dazu aufgebaut. Ob der eine das jetzt gut findet oder nicht, aber es ist halt einfach so. Und dementsprechend war ich halt auch schon ein bisschen traurig so, dass es halt dann jetzt quasi auch so gekommen ist, dass ich kein Moderator mehr sein kann, beziehungsweise auch kein Teamler allgemein. Aber um es nochmal zu wiederholen, wie gesagt, vollkommen zu Recht. Also ich habe wirklich nichts mehr gemacht. Also so gut wie nichts mehr für den Server. Warum bin ich gerade so behindert hier? So, das nur dazu. Ja, damals. 16.03. habe ich gesagt. Ich weiß gar nicht, ob das Datum so stimmt. Es stand zumindest immer in irgendwelchen Dokumenten so drin. Aber alle gleichzeitig Supporter waren wir, glaube ich, gar nicht. Das weiß ich aber nicht mehr so genau. Auf jeden Fall war das damals so eine Zeit, Teamoja Alpha. Da waren so zu Primetime vom Server, waren da so 10 Leute auf dem Server oder vielleicht ein bisschen mehr, 15. Also es ist halt schon krass, diese Entwicklung mitbeobachtet zu haben, live und in Farbe. Wie der Server halt so quasi bis zu der Zeit so gewachsen ist, so von 10 Spielern zu Primetime bis dann, ich glaube, dieses Jahr so, ich weiß nicht, Anfang dieses Jahres oder letztes Ende letzten Jahres, wo es dann über 10.000 Spieler waren. Und es ist halt übertrieben krass. So, nach diesem wunderschönen Tag legten sich Tim und Stegi in Stegis Bett und verbrachten die Nacht gemeinsam. Stexpert Action hier. Schaut euch genau um, es gibt viele Überraschungen. Ach du Scheiße. Also es gibt hier auf jeden Fall mehrere Wege auch. Kleidgeh mit Himbeergeschmack. Sehr interessant. Ja, ich überlege gerade, wollte ich noch irgendwas sagen? Das Teamoja-Team ist auf jeden Fall, also keine Ahnung, ich habe schon viel Negatives über andere Teams insgesamt gehört, über andere Minecraft-Server-Teams. Aber alles, was ich bisher Negatives auch über Teamoja und über andere gehört habe, hat halt nie auf das Teamoja-Team zugetroffen. Das Teamoja-Team ist einfach ein so krass sympathisches und fleißiges Team. Also, das findet man echt nicht ein zweites Mal, glaube ich. So in der Minecraft-Welt. Das heißt, ey, Leute, wenn ihr irgendwelche Bedenken habt, irgendwie gegenüber Teamoja Teamlern oder weiß ich nicht was. Ey, Teamoja hat so ein geiles Team, ne? Das ist echt unfassbar. Also im Ernst jetzt, ne? So viele nette Leute, so viele hilfsbereite, freundliche Leute. Das findet man selten auf einem Haufen. Achso. Ich sehe jetzt erst, was hier los ist. Sehr interessant, sehr interessant. Ja. Also, ich versuche die ganze Zeit hochzukommen. Ich soll da gar nicht hin. Das nur dazu. Ich bin auf jeden Fall unglaublich dankbar, dass ich Teil des Teams sein durfte. Weil es hat einfach so krass viele schöne und positive Erfahrungen beschert. So halt richtig gute Erinnerungen
Und ja, wie gesagt, ich bin zutiefst dankbar, dass ich wirklich die Zeit mit dem Timonia-Team so lange, dass ich einfach diese Zeit genießen konnte. Und ja, so dazu. Man sieht vielleicht, dass ich in den Sachen, die ich sage, so, wow, nicht immer so einen roten Faden drin habe. Das ist einfach, weil ich bin so ein Typ, der auch nichts irgendwie skriptet oder so, oder der sich dann das aufschreibt, was er sagen will. Sondern ich sag's halt einfach so, wie es mir gerade einfällt und wie es gerade halt in meinen Gedanken vorkommt. Deshalb sorry, wenn es ein bisschen durcheinander ist und ein bisschen stockend. So. Aber ich denke, das muss bei so einem Video vielleicht auch mal genauso sein. Okay. Gibt es sonst noch was, was ich irgendwie sagen wollte? Ich überlege gerade. Das ist übrigens, was ich gerade. Das ist sau schwer, sich hier aufs Jump'n'Run zu konzentrieren und dabei so richtig viel drüber nachzudenken. So über alles, wisst ihr? Das ist sorry, falls ihr auch hier beim Jumpen, falls ihr irgendwie einen guten Jump'n'Runner sehen wollt und ich fail gerade die ganze Zeit bei den einfachsten Sprüngen. Das ist halt, weil ich gerade nebenbei die ganze Zeit nachdenke. Aber wir haben hier das hier erreicht und ich glaube, es gibt auch nichts mehr weiter zu sagen. Was haben wir denn hier noch? Das war eine Map für alle Steckspit Shipper. Übrigens stand auch Poxari im Titel, deshalb habe ich die Map hier gespielt. Das war das bestbewertete Poxari Jump'n'Run, was ich noch nicht gespielt habe. Hasenfeuer, die kennt man auch vielleicht, der eine oder andere. Das war eine Map für alle Steckspit Shipper. Danke fürs Spielen unserer Map und hoffen, sie hat euch gefallen. Wenn ja, würden wir uns über eine faire Bewertung freuen. Falls ihr eine Fortsetzung davon wollt, schreibt uns auf Twitter an, @Hasenfeuer und Maffi Anda, keine Ahnung, wie man es ausspricht. Liebe Rüsteline Marie, steckt Marina. Also ich wünsche mir eine zweite Map, ich fand die gut. Also wirklich. Für Steckspot-Fans auf jeden Fall einiges dabei. Einiges. Ich habe einen Kristall nicht gefunden, leider. Aber naja, da würde ich sagen, das war's hiermit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, wie gesagt. Alles hat mal ein Ende. Meine Zeit beim Timonia-Team. Und ja, schreibt gerne mal eure Ansichten und sonstige Meinungen in die Kommentare. Ich freue mich auf jeden Fall über jeden Kommentar, den ich dazu lesen bekomme. Auch wenn ihr mir wieder mal irgendwas widersprecht oder irgendwas zustimmt oder sonst sowas, schreibt es einfach in die Kommentare. Ich lese mir immer gerne alles durch, auch wenn ich halt nicht auf alles antworte. Keine Sorge, ich lese alles. Ja, kann ich sagen, das war's hiermit. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss.